Wenn wir sehen, wie der Zugang gewährleistet war, dann können wir sagen, dass wir in den letzten bis etwa vor 10 Jahren die sinnvollen, optimalen Therapien den Patienten zur Verfügung stellen konnten. In den letzten 5 bis 10 Jahren hat sich dies deutlich erschwert. Das ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass diese Preisexplosion bei den Medikamenten eine nicht mehr rationale Dimension hat. Bei der Ursache dieser ganzen Preisentwicklung sind ganz viele Blackboxes, wo nicht gezeigt wird, wie diese Preisentwicklung gerechtfertigt werden kann. Die Untersuchungen, die diesbezüglich gemacht wurden, zeigen, dass gewisse Medikamente mit Preisen auf den Markt gehen, wo sie innerhalb des ersten Jahres bereits 10-mal mehr verdienen, als die Forschungsaufwendungen waren. Und jetzt sehen wir, dass auch in der sehr reichen Schweiz dieses Problem sich zuspitzt. Ich kann mir nur vorstellen, wenn wir das nicht lösen, dass wir eine Mehrklassenmedizin damit etablieren. Und wenn wir das haben, dann haben wir ein großes Problem in unserer Bevölkerung. Ich denke, das ist nicht tolerierbar. Ich glaube, diese Situation lässt sich lösen, weil die Preise, so wie sie jetzt verlangt werden, absolut nicht notwendig sind, nicht gerechtfertigt sind. Ich hoffe, dass die Blackbox der Preisentwicklung aufgebrochen wird, dass es einen rationalen Zugang zu Lösungen gibt, dass man die Forschungsaufwendungen, die nachgewiesen sind, in Relation zu einer Preisbildung und zu der Größe des Marktes setzt. Und hier muss die Politik unbedingt diese Transparenz einfordern. Und ich denke, wenn man die Finanzkrise anschaut, das Dieselgate anschaut, dann sollte es nicht noch ein Pharmagate geben.